Hallo Leute, es geht weiter mit Avalon Code. Der Macke wollte mich von hinten vergewaltigen. Ich glaube, er wollte den Omnischlag machen. Aber hat wohl nicht geschafft. Fick dich ins Knie mit deinen komischen Moves. Wieso kann er auch diese Moves? Kann ich eigentlich seinen Move lernen? Warte, ich habe da eine Idee. Kann ich ihn hochwerfen? Das muss ich mal gleich ausprobieren. Scheiße, funktioniert nicht. Schade. Ich hätte mich gefreut, wenn das klappen würde. So. Okay, geschafft. Super. Nee. Ich bin gut. Ich weiß, ich bin gut. Zweimal getroffen. Trotzdem kriege ich Gold. Gold Action. Und was kommt jetzt? Aber seine Achseln weg. So ekelhaft. Ja. In dir ist nichts Böses. Es scheint, du bist gar kein schlechter Mensch. Dann sagen wir doch schon die ganze Zeit. Aber Rutrud vertraut nur seinem Körper. Er lebt, atmet und kämpft mit dem Körper. Ja. Ach, deine Achsen, verpiss dich. Igitt, noch ein Stinkangriff. Antwort mir, Menschlein. Was hast du hier zu suchen? Ich suche Zwerge. Ich suche Geister. Sowas kenne ich nicht. Aber ich kenne eine Stelle, an der die Macht des Waldes groß ist. Da muss der Ort sein, an dem Milili ist. Da drüben. Nee. Am Ende der Klippe steht ein Riesenbaum. Der Makubaum. Oder Dekobaum? Die Macht des Waldes ist dort greifbar. Eine starke Lebenskraft ist spürbar. Also gut, brechen wir auf. Aber die Klippe lässt sich nicht zu Fuß überqueren. Was? Und was sollen wir dann bitte machen? Bohahaha, es gibt einen Weg. Du musst fliegen. Fliegen? Ja, fliegen. Mit meinem Flughammer Spezialmanöver. Du bist ein guter Mensch. Ich spüre eine mysteriöse Macht in dir. Deshalb werde ich dir meinen Spezialmanöver beibringen. Ach, ich lerne das wirklich. Boah. Meint er das ernst? Also gut, hören wir uns mal an. Also gut. Nimm zunächst deinen Hammer in die Hand. Ein Hammer? Ist klar. Und vergiss nicht, Roxas, du magst schwach sein, aber du hast das Buch der Prophezeiung. Nutze das Buch in kniffligen Situationen. So. Ah, Eisen. Oh, wir haben jetzt eine neue Waffe. Super. Yeah. Das sieht doch geil aus. Du kannst jede Waffe benutzen, die da aus dem Buch kommt. Jetzt passt gut auf. Achso, ich kann jede Waffe benutzen. Ja, okay. Übertreib nicht mit dem Omnischlag. Jetzt bist du dran. Okay, versuchen wir es. Übung macht den Meister. Okay, geschafft. Das war leicht. Klasse, du hast das gut gelernt. Ist ja ein Kinderspiel. Doch hüte dich, denn eine große Bestie lauert unter den Riesenbaum. Große Bestie? Eine Kreatur, die verschiedene Tiere in sich vereint. Es kommt sicher von dem ganzen Chaos, das in der Welt passiert. Kein Wunder, dass solch ein Bestie dabei rauskommt. Pass auf dich auf und bleib stark. Trainiere Körper und Geist und du wirst jede Herausforderung meistern können. Hammer Spezialmanöver erlernen. Ding. Okay. Ich habe jetzt keine Waffe. Bei ihnen werde ich einscannen, ist klar. Okay. Waffen. Hammer. Das werde ich doch gleich mal verstärken hier. Ist doch klar. Habe ich keine Elemente oder so? Erzhammer. Jetzt bisschen Blitz dazu. Erzhammer Blitz. Boah, das ist viel, viel stärker als das andere, als das Katana. Boah, das rüstet doch gleich mal aus. Okay, das habe ich jetzt geschafft. Okay, kann ich angreifen, schade.
Aber egal, ich habe jetzt ein Spezialmanöver gelernt. Das ist doch klasse, oder? Oder nicht? Okay, ich muss jetzt da runter, meinte er, ja? Hochebene, okay. Wo bin ich jetzt gelandet? Hä? Okay, ich stelle einfach keine Fragen. Und noch eine Blume. Und ich kann wohl in die Höhle. Das mache ich doch mal ganz kurz. Hä? Hallo, ich heiße Gin. Tut mir schrecklich leid, dass mein Vater Rutrud so aufdringlich ist. Achso, das ist ein Sohn. Das ist wohl jemand rebellisch. Stimmt es wirklich, dass du in der Stadt lebst? Ja. Ich habe gehört, in so einer Stadt soll es eine Menge Menschen geben. Das hat mir meine Mutter erzählt. Ich möchte da eines Tages auch hin. Scannen wir ihn. Was ist das denn, was er hat? Tatkräftiger Zwerg. So Licht ist das, okay. Ist das wie eine Truhe? Ja, es weiß ich. Eine große Schatzkiste, super. Das werden wir auch mal einscannen. Großhammer. Wie macht man diese ganze Scheiße nochmal? Ja, Rempo, red nicht so viel. Schwerter lassen sich nur beim Kampf einsetzen. Hämmer können täglich gebrochen, zum Steinklopfen und so. Waffe bei Waldbewohnern. Großhammer. Zwei Wald, viermal Stein und... Boah, übertreib doch gleich. Okay, hier gibt's dann wohl nichts mehr. Ach, fick dich ins Knie. Ach man, lass den armen Jungen in Ruhe. Der hat dir nichts getan. Okay, gibt's hier was im Regal? Nein. Kann ich nochmal ansprechen? Reden. Ey, Onkel, kannst du dieses Manöver? Mensch, mir dreht sich der Kopf. Kannst du rollen? Probier es mal. Wenn du oben den richtigen Moment ab, kannst du weiter rollen und rollen. Probier es, wenn du... Ah! Ach so, okay. Zeigen. Was soll ich denn zeigen? Waffen. Hammer. Ja, zeig ihm mal den... Was? Okay, da weiß nicht, was ein Hammer ist. Super. Und wissen es bald. Ich gehe jetzt mal runter. Roxas, du wirst jetzt bald Mili treffen. Wie ich bereits erwähnt habe, gibt es insgesamt 4 Geister. Alle anderen Geister wurden eingesperrt. Nur du kannst sie befreien. Auch wenn du noch nicht ganz verstehst, was es bedeutet, eine Welt zu erschaffen, bin ich mir sicher, dass du es kannst. Zuerst müssen wir die übrigen Geister befreien. Denn du brauchst die Kraft von uns allen, um die Welt zu erschaffen. Unser Abenteuer hier wird als Legende in die neue Welt eingehen. Solange das Buch in deinem Besitz ist, wird sich alles zum Guten wenden. Dankeschön für die Info. Das habe ich echt nicht gewusst, dass ich der Lebensretter bin. Boah, was ganz was Neues. Boah, boah, boah. Okay, Daten wurden gespeichert. Den Axel-Typ haben wir richtig umgebaut. Ich hoffe, der Sohn wird nicht so wie der Vater. Dann ahne ich Schlimmes. Okay. Okay, wir können sterben. Wir können sterben, habe ich gerade rausgefunden. Aber wir müssen fliegen, hat er gesagt. Scheiß. Okay, das ist übermächtig, der Angriff. Ist klar. Ist klar, dass ich so weit springen kann. Ist klar. Was gibt's auf der Seite denn? Verdammt! So. Stirb. Und nochmal der gleiche Manöver. Kann ich eigentlich nicht stehen bleiben, wenn ich die Manöver mache, oder was los? Ich höre irgendwas. Und das klingt nicht gut. Verdammt! Fick dich ins Knie. Fick dich ins Knie. Okay, scannen wir das mal ein. Dankeschön.
Okay, ich kann es lenken, wo ich hinfliege. Schön zu wissen. Dankeschön. Wo zum Teufel muss ich aber hin? Okay, da gibt's nichts. Boah, fick dich ins Knie. Warte, ich muss jetzt gucken, ob die Blume jetzt da ist oder nicht. Attribute. So. 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 Ich hoffe, die Blume ist jetzt da. Heulgras. Ja, die war da. Ja, ist klar. Okay, ich habe ja ein Level up bekommen, aber trotzdem nicht gestorben. Klasse, oder? Ey, fick dich doch! Boah, Inhalt, Blumen, Attribute, so. Ach, jetzt muss ich die ganze Scheiße nochmal gucken, ob das jetzt da ist. Ja, zweiter, bitte. Der Hammer, den Hammer mag ich jetzt nicht. Okay, der ist da noch, okay. Okay, das haben wir jetzt geschafft. Ich gehe jetzt langsam wieder raus, weil ich keinen Bock mehr habe, abzukratzen hier. Oh nein, ich höre schlimme Sachen. Ich höre schlimme Sachen. Nix hier einscannen, okay? Komm, du auch. So. Okay, das ist jetzt leicht. Das ist echt leicht jetzt. Was man jetzt machen muss. So. Das ist ein Kinderspiel. Was gibt's denn hier? Anscheinend wohl nichts. Ich gehe einfach mal weiter. Okay, ich muss einfach hier durchfliegen. Anscheinend. Anscheinend wohl nicht. So. Okay, geschafft. Hä? Westlicher großer Baum. Okay. Ja, ich kann es fühlen. Minili ist im Inneren dieses Baumes. Schön für sie. Aber ich will... Was für eine ekelhafte, mutiertes Fabelwesen. Simba plus irgendwas plus Schlange. Wollte ich eigentlich hier hin? Verdammt. Fortsetzen. Okay. Ich muss die Waffe ändern. Hammer bringt mir jetzt diesen Kampf momentan nichts. Waffen. Schwert. Nicht das. Das aber. Mach schneller. Okay, jetzt komm. So, 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 so. Okay, das bringt mir viel. Diese Waffe mit Schwert ist es viel, viel besser. Kann man. Okay, ich hab's gewonnen. Achso, der ist gerade umgekippt. Ich dachte, ich habe ihn besiegt. Tick. Was war das denn? Übertreib doch gleich. Boah, Inhalt. Verdammt, ich muss gleich einen Cut auch noch machen. Kekse. Yep. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.